Ja, hallo. Letzte Woche habe ich es angekündigt und auch schon angefangen mit der lustigen Taschenbuchreihe History. Letzte Woche Band 1 und auf Band 1 folgt logischerweise Band 2, Abenteuer der Antike. Ja, zu Cover, Einband, Schmutztitel und so weiter brauche ich eigentlich gar nicht so viele Worte zu verlieren, weil die sind genauso aufwendig wie bei Band 1 gemacht. Also mit einem Reliefdruck und mit Goldfarbe und allem, was so dazugehört für eine etwas aufwendigere gemachte Edition. Den Auftakt des Buches bildet, wie auch bei Buch 1, ein Zeitstrahl mit der Geschichte der Geschichte. Also die Geschichte, die Historie hinter der History, um es mal so zu sagen. Wir erfahren den wahren Kern der Geschichten dieser Ausgabe. Und dann geht's auch schon los. Die Schätze von Kreta ist eine Mickey- und Goofy-Geschichte. Es geht um den Phönizier Mikos, der auf Ithaka ankommt und dort Freundschaft schließt mit dem einheimischen Gufos, dem Neffen des Königs dieser Insel. Und wer die Mythen so ein bisschen kennt, der kann schon ahnen, wie dieser Onkel denn heißt. Gufisäus natürlich. Nun weilt jener Gufisäus aber gerade in Ilion, dem antiken Troja. Und seine Abwesenheit nutzt der Widerling Karlokakis aus, um sich in dessen Palast breit zu machen. Er ist der Ansicht, dass Gufisäus nie wiederkommt und dass all das, was dem zuvor gehört hat, nun ihm gehört. Mikos erzählt, dass er von der Insel Thera stammt, die bei einem Vulkanausbruch fast vollständig zerstört wurde. Mikos ist der Überzeugung, dass auf Thera noch Schätze lagern müssten, aber er hat kein Boot, um dorthin zu kommen. Das bringt Gufos und seinen Kumpel Rudikles auf eine Idee. Sie haben nämlich ein Schiff und man könnte doch nach Thera fahren, dort die Schätze bergen und dann nach Ilion weiterreisen, um Gufisäus zu erzählen, was Karlokakis in seinem Palast so treibt. Also machen die drei sich auf zur Insel Thera. Allerdings hat Karlokakis Wind von dem Unternehmen bekommen und folgt ihnen. In der nächsten Geschichte Gufosthenes, der Philosoph, geht es um Gufosthenes, den Philosophen. Der lebt in Sparta. Das ist Sparta! Ja, genau. Die Spartaner leben ja in Sparta, weil sie so spartanisch leben. Oder umgekehrt. Bei Comics weiß man das nie so genau. Jedenfalls, Gufosthenes lebt auch dort, aber er ist keiner von den großen spartanischen Kriegern, von denen man allgemein so redet. Er ist mehr so eine Art Dienstbote und Handlanger. Er schleift die Schwerter, er besorgt Wasser, er macht alles Mögliche. Doch dann bekommen die Krieger mit, dass er sich nachts heimlich mit irgendwelchen mysteriösen Fremden trifft. Und sie stellen sich die Frage, ist der so harmlos wirkende Gufosthenes vielleicht ein Spion? Ich will ja nicht zu viel verraten, aber diese Geschichte hat als Auflösung einen sehr nett gemachten Dreh. Und er passt auch irgendwie zu Goofy, finde ich. Unsere Reise durch die Geschichte geht indessen weiter mit der ruhmreiche Donaldakis. Und die Erzählung beginnt in der Gegenwart. Onkel Dagobert hat von besagtem Donaldakis eine kleine Statue und er beginnt die Geschichte zu erzählen, die sich damals abspielte. Im antiken Griechenland träumt Donaldakis davon, ein berühmter großer Athlet zu werden, doch dafür hat er nicht wirklich das Talent.
Als die Perser Athen angreifen wollen, wird ein allgemeiner Wehrdienst ausgerufen und auch Donaldakis eingezogen. Aber auch in der Ausbildung zum Soldat stellt er sich nicht sonderlich geschickt an. Und kurz bevor die Perser tatsächlich eintreffen, fällt den Athenern ein, dass sie ja noch das Orakel befragen müssen, ob der bevorstehenden Schlacht. Da aber alle Soldaten gebraucht werden zur Verteidigung, schickt sein Vorgesetzter Donaldakis los. Seine Aufgabe ist, zum Orakel von Delphi zu fahren, den Orakelspruch zu holen und rechtzeitig vor der Schlacht wieder zurückzukehren. Und das ist nicht ganz so einfach. Vor allen Dingen dann nicht, wenn man Donaldakis heißt. Kommen wir von den Kriegskünsten zu den Geisteskünsten. Docelos, Philosoph des Phlegmatismus, führt uns in die Stadt Entopolis. Wer damals was auf sich hielt, der förderte die Philosophie, indem er eine Philosophenschule unterstützte. Und genau das möchte Dagobertus auch machen. Hauptsächlich deswegen, weil sein Konkurrent Cleberus da sehr erfolgreich dabei ist. Aber wenn man nun mal Dagobertus heißt, dann ist man nicht unbedingt mit der Gabe der Großzügigkeit gesegnet. Soll heißen, er würde gern Philosophen unterstützen und dadurch wieder Geld einnehmen, aber er möchte nicht so gern die hohen Löhne zahlen, die diese fordern. Doch Rettung kommt scheinbar durch die Stammtischphilosophen Docelos von Dösus und Franzos von Salamis. Ich weiß, da spricht man eigentlich Salamis aus, aber es ist Franz Ganz, der den hier spielt. Also Salami, Salamis, ihr wisst schon. Docelos und Franzos gründen die Schule des Phlegmatismus. Zitat, eine Geisteshaltung, die gutes Auskommen mit allem und jedem und ein ruhiges, zufriedenes Leben garantiert. Wobei die beiden den Hauptschwerpunkt auf das ruhige, zufriedene Leben hauptsächlich auf Kosten anderer legen. Und tatsächlich, der Phlegmatismus schlägt ein wie eine Bombe. Was für ein Widerspruch. Und Dagobertus unterstützt die zwei merkwürdigen Philosophen. Also die Geschichte hat mich so ein bisschen ratlos zurückgelassen. Ich meine, dass Franz Ganz hier in Gestalt von Franzos ein Phlegmatiker ist, das wussten wir ja schon immer. Aber Dussel, hier als Docelos, ja, der war eigentlich immer nur, wie kann ich es ausdrücken, im Intelligenzbereich geringfügiger ausdifferenziert. Also er war immer so ein bisschen nicht unbedingt die hellste Kerze auf der Torte. Hier in der Geschichte kommt er ziemlich, ja, fast gemein rüber. Ich mag es ja eigentlich, wenn die Disney-Figuren sich außerhalb des gewohnten Charakters bewegen dürfen, aber in dem Fall ist es fast ein bisschen arg übertrieben. Aber wo wir gerade dabei sind, wenn wir in solchen Geschichten auch etwas über die Geschichte selbst lernen können, warum dann nicht auch in diesem Video? Der Name Phlegmatismus kommt vom griechischen Phlegma. Und das ist jetzt ein bisschen ekelhaft, das bedeutet wörtlich übersetzt Schleim. Der Phlegmatismus kommt eigentlich aus der sogenannten Humoralpathologie, Humoris, das heißt die Säfte. Das ist eine Krankheitslehre, die davon ausgeht, dass es vier Säfte im menschlichen Körper gibt und wenn es von einem Saft zu viel gibt, dann hat man eine gewisse Eigenschaft, die diesem Saft zugeordnet wird. Beim Phlegma, das kann man sich vorstellen, also Schleim, der ist so ein bisschen träge. Dann gibt es noch die Sanguiniker von Sanguis das Blut. Das sind eher so die heiteren Menschen. Kein Wunder, dass Vampire ständig lachen. Und dann gibt es noch die Choleriker und die Melancholiker. Beide Begriffe leiten sich von Choleon, das heißt Galle, ab. Bei den Cholerikern sei die gelbe Galle zu viel und diese Menschen sind impulsgesteuert. Nicht unbedingt aufbrausend, aber das gehört da auch mit dazu. Und die Melancholiker, Melancholis heißt schwarze Galle, das sind die, die gern von Trübsinnigkeit befallen werden. Hippokrates, ja, das ist der mit dem Hippokratischen Eid, und Galen von Pergamon haben die Vier-Säfte-Lehre entwickelt. So einfach gestrickt sind die Menschen dann doch nicht, dass es in ihrem Gemütsleben nur vier Komponenten gibt. So, und ich hoffe, ihr habt alle gut zugehört, denn am Ende dieses Videos schreiben wir einen Test. Bis dahin allerdings wenden wir uns den anderen Geschichten zu. Als nächstes kommt das achte Weltwunder, eine Mickey und Goofy Story. Bei Ausgrabungen wird ein Papyrus gefunden, auf dem die sieben Weltwunder der Antike verzeichnet sind. Doch aus dem Papyrus fehlt ein Eck
Und die Spuren deuten darauf hin, dass es damals tatsächlich ein achtes Weltwunder gegeben hat. Mickey und Goofy reisen also die Vergangenheit, um herauszufinden, worin dieses achte Weltwunder wohl bestanden haben möge. Dabei treffen sie auf die Gelehrten, die festgelegt haben, was ein Weltwunder ist und was nicht. In dieser Geschichte erfährt man ziemlich viel über die sieben Weltwunder der Antike. Die Auflösung allerdings gehört in die Kategorie einer historischen Münze, auf deren Datum eingeprägt ist, in dem es steht 100 vor Christus. Mehr möchte ich dazu nicht sagen. Das ist ein bisschen unglücklich geraten. Aber wohlgemerkt nur ein bisschen, denn es wird eine interessante Frage aufgeworfen um dieses achte Weltwunder, beziehungsweise auch um die anderen sieben. Ja, wenn ihr wissen wollt, worum es genau geht, ja, dann lest doch einfach das Buch. Gut, nachdem wir nun eine Zeit lang in der griechischen Antike waren, kommen wir in die Römerstraße, in die römische Antike. Und die Geschichte beschäftigt sich mit einer wohlbekannten Frage. Also gut, mal abgesehen von sanitären Einrichtungen, der Medizin, dem Schulwesen, Wein, der öffentlichen Ordnung, der Bewässerung, Straßen, der Wasseraufbereitung und der allgemeinen Krankenkassen, was, frage ich euch, haben die Römer je für uns getan? Also, wir schreiben das Jahr 50 vor Christus. Ganz Gallien ist von den Römern erobert. Ganz Gallien? Nein, ein von Unbeug... Nein, stopp. Richtiger Verlag? Falsche Reihe. Der neue Asterix-Band erscheint erst später im Jahr. Ja, Gallien ist schon richtig. Aber nicht die Gallier, die anderen Gallier. Also, die Disney-Gallier sozusagen. Mickix ist ein gallischer Krieger, der in einem Dorf lebt, das von dem fiesen Carlo Durax terrorisiert wird. Und er trifft zufällig auf den Römer Gufus Edificator. Und der vermisst gerade die Landschaft. Es soll nämlich in die Gegend eine Römerstraße gebaut werden. Diese Römerstraße würde dann bis nach Lutetia führen. Muss ich jetzt noch dazu sagen, dass Lutetia das heutige Paris ist? Ich meine, jeder, der mal zwei Seiten Asterix gelesen hat, weiß das. Also, diese Römerstraße würde bis nach Lutetia führen und Mickix bekommt die Idee, dass wenn sein Dorf Handel mit Lutetia führen könnte, dass man dann die Häuser besser sichern könnte gegen Carlo Durax Angriffe. Doch da müssen verschiedene Hindernisse überwunden werden. Erstens ist die Römerstraße nicht geplant, dass sie bis in Mickix Dorf führt. Zweitens sind nicht alle in dem Dorf so begeistert davon, dass die Römer sich mehr und mehr breit machen. Und drittens bekommt schließlich auch noch Carlo Durax von der ganzen Sache Wind und will sie natürlich auch sabotieren. Auch in dieser Geschichte sind wieder sehr viele Informationen verarbeitet. So erfährt man zum Beispiel etwas über das Leben in einem römischen Lager. Und im Laufschritt naht das nächste Abenteuer, die Sandalen des Dagobertus Geizkragicus. Ja, also manche Namen sind ja recht gut und geschickt gemacht, also wie Donald Darkis zum Beispiel, aber Geizkragicus, ja. Worum geht's? Dagobertus möchte eine neue Kollektion von Sandalen an den römischen Markt bringen. Und dafür startet er eine gewaltige Werbekampagne, wo sein Neffe leider einspringen muss. Das Problem ist, Donaldos war noch nie ein Supersportler. Und der Höhepunkt der Werbekampagne ist, dass er Wettkämpfe im Kolosseum gewinnen soll. Dagobertus sinnt hier auf nicht ganz regelkonforme Hilfe durch einen gewissen Ingenieur. Um noch mehr römische Vorfahren der Dax geht es in die Abenteuer des Donaldus Anatrius. Das Problem hier ist... Ich kann die Inhaltsangabe nur sehr allgemein halten, weil die Geschichte enthält so viele Wendungen und Wege. Ja, das würde hier zu weit führen und außerdem sehr viel verraten von dem, was die Geschichte eigentlich ausmacht. In aller Kürze, Donaldus ist Legionär, der zusammen mit seinem verhassten Vetter Gustavus zum Gallienfeldzug aufbricht. Und daraus entspinnt sich eine ganze Kette von Ereignissen. Die Geschichte ist sehr fantasievoll geschrieben und wenn man sie zu Ende gelesen hat, dann muss man wirklich sagen, man hat mit den Ereignissen nicht gerechnet. Ein wenig anders verhält es sich da leider mit Hilfe, die Touristen kommen. Das ist eine Abwandlung des alten Schemas, Jungs sind doof, Mädchen sind doof. Donald ist Chef der Garde in Rom, die das Kapitol bewachen soll, doch die Touristen machen ihn ganz schön zu schaffen.
Nagosius Anasius hingegen sind die Touristen ganz recht, denn sie bringen natürlich Geld. Als Nagosius von der Stadtwache noch mehr verlangt, und zwar Führungen bei Nacht, da streiken sie. Und doch hier erklären sich Daisy Lea und die Frauen vom Kapitol bereit, einzuspringen und die Lücke zu füllen. Die Geschichte ist der Tiefpunkt aus dem Buch, denn das Problem ist, die Motivation von den Frauen vom Kapitol, die kommt nicht wirklich rüber, beziehungsweise ob es da überhaupt eine gibt. Es erscheint mir ein bisschen so, als ob die einzige Motivation, jetzt einzuspringen für die streikenden Stadtwachen, die ist, dass die Geschichte einen Konflikt hat. Und der wird, wie ich gerade gesagt habe, in der Form, ja, Jungs sind sowieso doof, Mädchen sind sowieso doof ausgetragen. Und die Geschichten haben wir schon früher nicht gefallen, also diese Art von Geschichten. Eilen wir deswegen schnell weiter zu Gufus, denn alle Wege führen zu Gufus. Gufus ist ein kleiner Beamter im großen römischen Staatsapparat. Und er bekommt eine Nachricht, dass seine Verwandten aus den Barbarenlanden ihn besuchen kommen. Also versucht er, Urlaub zu bekommen, um ihnen die ewige Stadt zeigen zu können. Und dabei kriegen wir ein bisschen was von Rom erzählt. Die Geschichte hat am Anfang ein kleines Manko. Sie erinnert in ihrer Machart nämlich sehr stark an Asterix erobert Rom. Genauer gesagt an die Szene in dem Haus, das Verrückte macht, wo Asterix den berühmten Passierschein A38 besorgen soll. In diesem Fall ist es allerdings kein Passierschein, sondern der Urlaubsantrag von Gufus. Aber ab dem Zeitpunkt, wo Gufus Verwandte dann schließlich in Rom eintreffen, nimmt die Geschichte ihren eigenen Verlauf und sie schafft eine recht geschickte Verbindung zum Buch Nummer 3. Und Buch Nummer 3 wird natürlich auf den letzten Seiten angekündigt, es soll den Titel tragen Gefahren im Mittelalter. In dieser Ausgabe sind insgesamt 10 Geschichten abgedruckt. Und was soll man sagen, nicht weniger als 7 davon sind deutsche Erstveröffentlichungen. Das macht dieses Buch auch lohnend für diejenigen, die sonst alle Disney-Publikationen sowieso kaufen. Die Geschichte Hilfe, die Touristen kommen, stürzt etwas ab, ob ihres etwas fraglichen Zentralkonflikts und dem Umstand, dass mal wieder alter Wein in neue Schläuche gefüllt wird, aber ansonsten sind die Geschichten allesamt gut. Und besonders gut gefallen mir dabei diejenigen, wo man nicht einfach nur ein Abenteuer erzählt bekommt, sondern auch etwas Informatives erfährt über die Zeit von damals. Und auf diese Weise trägt diese Reihe ihren Titel in zweifacher Hinsicht zurecht. Tja, eine wahrhaft historische Reihe. Und sie geht noch weiter. Bis zum nächsten Mal. I'll put it back out.